Niedergeschlagen, frustriert und vielleicht auch ein bisschen demoralisiert. Das ist der Zustand nach 2 Stunden Tacheles. Oh je, so schlimm ist es jetzt nicht, aber wir haben trotzdem ganz schön reingeguckt wieder in diese Abgründe der Politik und der menschlichen, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Thomas, die neueste Tacheles-Sendung ist online schon fast. Was war so das Fazit jetzt von der 124, von dem letzten Aufbegehren, von diesem letzten 2023? Ja, es war toll. Guck mal, ich rauche die Zigarette danach. Die Zigarette danach. Wie war es für dich? Ja, weißt du so. Wie war es für dich? Ah, ich war zu schnell, nee, du warst zu langsam. Ganz trocken penetriert, wie immer. Also, liebe Leute, die Themen waren wieder vielfältig. Wir haben es gemacht. Wir haben die letzte Ausgabe von Tacheles gerade abgedreht. Und wir wissen jetzt eins, wenn ihr den alten Männern zuhört, früher war alles besser oder anders gesagt, morgen wird alles schlechter. Link ist unten dran. Alle Premium-Abonnenten können es jetzt schon gucken. Für alle anderen ist es Freitagabend ab 20 Uhr verfügbar. Ja, dafür viel Erfolg. Wünsche euch dabei frohen Mutes, dass ihr euch das Zeug reinzieht. Ja. Nur kurz vor Silvester, da ist doch gut drin. Da tut es gut. Da kann man nochmal so nächstes Jahr freuen kann und so. Salz in die Wunden streuen. Also ihr wisst Bescheid. Unten ist der Link. Viel Spaß.